Warum denken alle, dass Fotografen und Filmmacher umsonst arbeiten und wollen dafür auch nicht viel Geld bezahlen? Ich erkläre dir jetzt einmal, warum das so ist und wie du dich darauf aufstellen und dich am besten aufstellen solltest, damit du natürlich auch die richtigen Leute dann anziehst. Es ist natürlich in der Regel so, dass die meisten Fotografen, Filmmacher jetzt heutzutage Autodidakten sind, machen nur noch wenige eine Ausbildung oder ein Studium dazu. Und das ist auch vollkommen fein. Es gibt sehr, sehr gute Autodidakten, die das sich selber beibringen, den eigenen Weg gehen auf YouTube und so weiter, dass sich das alles beibringen. Das ist vollkommen fein. Also ich kenne Autodidakten, die sind extrem gut. Ich kenne auch Leute, die haben eine Ausbildung oder ein Studium gemacht und die liefern nicht so gute Arbeit ab. Also ich sage jetzt nicht, das eine oder andere ist besser. Es kommt nur auf die Person selber darauf an. Dadurch, dass sich halt viele selber beibringen, ist es halt so, dass man auch beginnt, Portfolio aufzubauen mit Freunden und Familien. Da macht man es halt erstmal kostenfrei oder für sehr, sehr wenig Geld. Und dadurch hat natürlich das Gefühl der Familienangehörigen, Freunde und sowas, ja, du machst es ja umsonst oder du machst es halt für fast nahezu nichts. Und das erwarten dann auch sehr viele, weil du es am Anfang ja auch kostenfrei angeboten hast. Dieser Sprung, dass man dann letztendlich dafür auch Geld nimmt, der dauert bei vielen etwas länger. Ja, das heißt, man macht das oftmals kostenfrei und man hat auch diese Leidenschaft und man hat auch richtig Spaß dazu. Dadurch, dass die meisten auch einen Hauptjob haben, wo sie eigentlich finanziell gar nicht davon abhängig sind, jetzt mit der Fotografie oder mit dem Film Geld zu verdienen, bieten das halt auch sehr viele sehr günstig an und nehmen dafür halt nahezu nichts oder auch gar kein Geld. Und dadurch bekommt natürlich auch die ganze Umgebung um einen herum so das Gefühl, ja, der macht das halt umsonst. Um aus diesem Teufelskreis auszubrechen, weil irgendwann ist man ja natürlich auch extrem gut, ja, und irgendwann willst du auch deine ordentlichen Preise absetzen, ist halt wichtig für dich, die richtigen Preise zu definieren und dann eine neue Kundschaft außerhalb deines Freundeskreises halt aufzubauen. Weil deine Freunde, Kollegen und die Empfehlungen dann daraus, die kennen ja deinen alten Preis. Die wissen ja, dass du es umsonst gemacht hast. Die wissen, dass du dafür nur ein paar Euro genommen hast. Und von denen jetzt auf 500 Euro, auf 1000 Euro, auf 2000 Euro zu kommen, das wirst du halt nicht schaffen. Wirst dich halt, auch wenn du in diesem Kreis bleibst, dich nicht weiterentwickeln können. Ja, weil du dich dann immer wieder klein hältst, beziehungsweise immer das Gefühl hast, das bezahlt mir niemand. Sie muss einen neuen Kundenkreis erschließen. Und dadurch, dass halt sehr viele Leute sagen, ja, ich mache es halt umsonst, ich bin auch darauf nicht angewiesen, ich habe Lust zu fotografieren oder zu filmen, dadurch bekommt natürlich die ganze Umgebung halt dieses Gefühl. Deswegen ganz, ganz wichtig, auch wenn du einen guten Hauptjob hast und auch wenn du sagst, Fotografie oder Film ist so nebenberuflich und das soll nur ein gutes Hobby sein, nimm trotzdem angemessene Preise, um auch dieses Preisdumping im Markt halt nicht zu befeuern. Ja? Weil wenn du halt sehr gute Arbeit machst, dann machst du das Shooting nicht für 200 Euro, dann machst du es dann trotzdem für 400, 500 Euro. Ja? Auch wenn du Lust hast, ein Shooting zu machen, du kannst ja auch gute Shootings und gut bezahlt werden, musst dich ja auch nicht unterbezahlen lassen. Und zudem hast du auch ein besseres Gefühl dabei. Ja? Weil wenn du angemessen bezahlt wirst, dann hängst du dich auch natürlich noch mal ein bisschen mehr rein. Weil klar, jetzt sagst du, hey, ich bin ja nicht drauf angewiesen, ich meine nur ein paar Euro und das reicht mir auch und ja, das mache ich mal einmal im Monat oder so und dann ist ja auch gut. Aber wenn du halt angemessen bezahlt wirst und gut bezahlt wirst, dann hast du einfach ein besseres Gefühl dabei. Ja, und wenn mal ein, sag ich mal, ein schwieriger Kunde da ist, der 5 Korrekturschleifen oder sowas dabei hat, dann ist es auch nicht so schlimm, weil der bezahlt dich halt auch angemessen. Und gerade auch diese Pfennigfuchser, die halt sagen, ja komm, lass ein Shooting für 200, lass ein Shooting für 100 Euro machen. Das sind dann meistens auch die Kunden, wo du dann auch 4 Korrekturschleifen am Ende hast und die dann sagen, ja, gefällt mir immer noch nicht so gut. Und irgendwann fühlst du dich auch schlecht, weil zum einen fühlst du dich halt wie so ein Sklave, der einfach nur alles dann überarbeiten, nachbearbeiten muss. Das wird nicht gewertschätzt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite kriegst du ja auch nicht genug Wertschätzung in Form von Geld, dass du am Ende dir auch was ordentlich davon leisten kannst. Und klar, es ist unsere Leidenschaft, wir machen das gerne. Aber man kann auch diese Leidenschaft gut ausüben und nicht mal so Larifari. Und das ist ein wichtiger Appell an euch alle. Ja, nehmt ordentliche Preise, wachst über euch hinaus. Und ja, es ist unsere Leidenschaft und jeder fängt mal an. Wenn du Beginner bist, bau dein Portfolio auf, mach es erstmal kostenfrei. Aber wachst darüber dann hinaus, wenn deine Qualität es dementsprechend dann auch anbietet. Weil beginnen muss es bei uns Fotografen und Filmmacher im Kopf. Weil erst wenn wir es selber gecheckt haben und das im Markt austragen, erst dann wird es auch bei der breiten Bevölkerung und bei der breiten Masse ankommen. Ja? Wenn wir sagen, nee, es gibt es das nicht so günstig, es gibt es das nicht umsonst, erst dann werden andere Leute es verstehen. Wenn natürlich jetzt hier 4, 5 von links und rechts sagen, ich mache es aber umsonst, ich mache es sehr günstig, nur 50 Euro und so, dann wird natürlich die breite Masse merken, ja, ist ja anscheinend umsonst, weil jeder bietet es ja umsonst an oder für wenig Geld. Dann ist es ja anscheinend nichts wert.
Deswegen muss es bei uns anfangen. Ja? Wir Fotografenfilmmacher geben das vor. Nicht die breite Masse gibt das vor. Und bloß weil es halt dann wieder ein, zwei gibt, die es halt kostenfrei und günstig bieten, musst du es nicht machen. Ja? Weil deine Qualität, deine Arbeit zählt. Und wenn es natürlich da draußen einige Hobbyfotografen gibt, die es immer noch machen werden, das sind halt Hobbyfotografen und deren Qualität und Arbeit kann niemals so gut sein wie von einem Professionellen. Ja, weil wenn du ein professioneller Fotograf bist, dich da richtig reinhängst, dir Zeit nimmst und so weiter und so fort, wirst du auch immer Hobbyfotografen voraus sein. Und das ist das Wichtige, stetiges Wachstum zum einen und natürlich auch die Wertschätzung in Form von ordentlicher Bezahlung. Wenn du es nicht machst, wirst du irgendwann die Kamera nur noch hobbymäßig machen und dann ist sowieso alles verloren. Es gibt viele, ich habe schon sehr viele Fotograf-Filmmacher gesehen, die weitaus extreme Qualität abliefern. Die könnten eigene Seele füllen und Workshops geben und so weiter und so fort. Aber dann, wenn die Kunden fehlen und man nicht genug Einkommen hat, dann irgendwann verliert man auch den Spaß daran, weil wofür macht man das dann alles? Dann mache ich halt noch ab und zu meine Urlaubsbilder und für meine Familie und das reicht mir ab und zu. Und dann legen viele auch die Kamera beiseite für eine lange Zeit und so. Das ist auch schade. Deswegen das Wichtige ist halt, die richtigen Kundenstamm aufzubauen, die richtigen Preise abzusetzen und dann wird da auch ein ordentlicher Schuh draus. Wenn ich weiß, wie es funktioniert, dann hol dir gerne mein Buch Preisgestaltung für Fotografen und Filmemacher. Sehr, sehr wichtig ist, dass man weiß, was sollte ich nehmen, wie kriege ich über die passenden Kunden dafür und wie kommuniziere ich das diesen Leuten? Weil das fällt natürlich auch den meisten Leuten auch schwer und da wirst du es dann dementsprechend einmal lernen. Wenn du natürlich auch noch mehr darüber erfahren willst, wie man sowas umsetzt, ich verlinke mal hier ein Video mit meinem Kunden Marco Kügler. Da haben wir es dementsprechend einmal aufgebaut, wie er das nebenberuflich so gut aufgebaut hat, die richtigen Preise nimmt, die richtigen Kunden gewinnt. Da kannst du dich einmal im Anschluss einmal genau ansehen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und bis dann.